Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute hier zusammengekommen zum zweiten Video-Whisky-Tasting im Whisky-Hort. Ja, und es haben sich viele Leute beworben, die gerne mal hier auch bei so einem Tasting mitwirken wollen. Aber irgendwie habe ich wieder meinen lieben Dauergast, den lieben Olaf Vetting, eingeladen. Vielen Dank für die Einladung. Da komme ich sehr gerne nach. Genau, du bist auch immer gerne hier gesehen, weil du sehr viel Sachverstand hast und wir uns da, glaube ich, ganz gut ergänzen. Ja, wir haben heute eine ganz besondere Sonderabfüllung aus der Hammerschmiede, aus der Glen Ells-Reihe, deutscher Single Malt Whisky, wer ihn nicht kennt. Eine limitierte Abfüllung, limitiert auf 60 Flaschen. Speziell abgefüllt für den Whisky-Hort. Es handelt sich dabei um einen fassstarken Single Malt, gereift im Malaga-Fass, spanischer Dessertwein, sehr süß, gefinisht ca. 6 Monate in einem PX Pedro Ximénez Sherry-Fass. Zum Thema Hammerschmiede vorab hat der Olaf 3, 4 Fakten auf Lager, die möchte er gerne mal loswerden. Ja, Klugscheißer ist meine Ecke, von daher erzähle ich dazu ein bisschen was. Grundsätzlich, der Hort ist ja nun ein Ort für besondere Schätzchen und ein solches haben wir hier auf dem Tisch stehen aus der Hammerschmiede, wie der Jürgen schon sagte. Die Hammerschmiede gibt es seit 1273. Sie war ursprünglich wirklich eine Schmiede. In verschiedenen Funktionen, mit verschiedenen Besitzern im Laufe der Jahrhunderte. 1973 bei einem Feuer ist der ganze Laden fast abgebrannt. Dann hat man sich 1985 dazu entschlossen, den Schmiedebetrieb einzustellen und stattdessen lieber eine Gaststätte zu eröffnen und eigene Spirituosen herzustellen. Hat sich später dann komplett auf die Spirituosen konzentriert. Ja. 2002 war der Plan dann soweit umgesetzt, dass man auch ersten Whisky produzieren konnte. Daran hatte der Firmeninhaber ein großes Interesse gehabt. Ja, und 2010 gab es dann die erste Abfüllung, die reif war. Und heute eine weitere von, ich weiß gar nicht, wie viele es inzwischen gibt von Glen Ells, aber sehr schöne Sachen bisher. Und jetzt gucken wir mal den hier an. Genau, genaue Anzahl der Abfüllungen weiß ich auch nicht, habe ich nie durchgezählt. Vielleicht gibt es da Statistiker, die da was notiert haben, da Zahlen nennen können. Wir haben auf jeden Fall ungefähr, das weiß ich auch nicht mehr genau, die 7. oder 8. Exklusivabfüllung für den Whisky-Hort jetzt vor uns stehen. Ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen oder ja, ich glaube vorgestern haben wir den Dark Wafer, den fassstarken Wafer, der nochmal 6 Monate im Peak Sherry Fass gefinisht wurde, released, zum Verkauf gebracht, wie auch immer. Den haben wir jetzt noch nicht in einem Video verköstigt oder verkostet. Ne, ich werde ja immer korrigiert, ich sage mal verköstigt, Entschuldigung, verkostet ist das richtige Wort. Werden wir auch nochmal nachholen. Jetzt haben wir uns auf diese 60-Flaschen-Limitierung, auf diesen, wir haben ihn genannt Black Marlboro. Ne? Er hat, oh, jetzt muss ich auf die Flasche gucken. Weißt du es noch auswendig? 48,9%. Okay, Entschuldigung, er hat 48,9%. Ist im Malaga-Fass gereift. Alle, die den Glen Ells schon probiert haben aus dem Malaga-Fass, es gab dieses Jahr den 7-Jährigen schon im Laufe des Jahres, es gab letztes Jahr den 6-Jährigen. Da weiß ich einige, die den 6-Jährigen besser fanden, aber sie waren beide eigentlich wirklich Hammer. Die waren beide Hammer. Wenn man sehr süße, nicht rauchige Whiskys mag, die auch aus Deutschland kommen dürfen, die waren der Oberhammer. Ja, und jetzt haben wir hier den Black Marlboro. Wie gesagt, den wollen wir jetzt mal verkosten. Ne? Ja, gerne. Genau. Ich meine, wir haben eben natürlich schon mal einen im Glas gehabt, muss man auch dazu sagen. Ne? Der war schon, Man muss sich auch ein ja. bisschen darauf vorbereiten. Ne? Hammerschmiede, Hammerzeug, kann man schon mal so sagen. Okay.
Ihr habt gesehen, der hat jetzt schon hier im Glas gestanden. Wir haben ihn eingeschenkt, kurz bevor wir die Videoaufnahme gestartet haben. Weil wir jetzt nicht mit dem Hantier in der Flasche uns aufhalten wollten. Und der hat direkt so eine Aromenvielfalt. Also das bisschen Luft hat ihm gut getan. Der ist unglaublich komplex. Man muss ja auch dazu sagen, die Leute, die auch solche Videos machen, mein lieber Freund Marco Bond zum Beispiel, der sehr tolle Tasting-Videos auch macht und andere Leute. Wir hatten den natürlich vorher schon eben im Glas von einer halben Stunde auch schon mal, haben uns Gedanken darüber gemacht und wir sind mit dem offenen Mund dann hier eigentlich durch den Laden gelaufen, weil wir aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen sind. Ja. Weil ja, der war einfach Oberhammer-Affen-geil. Und also man merkt sofort in der Nase diese Malaga-Aromen, dieses eingelegte Früchte, so ein bisschen vielleicht sogar Rumtopf, Lakritznoten auch dabei, Kaffee, dunkle Schokolade. Geröstete Mandeln sind geröstete in der Schokolade. Mandeln. Genau. Wir hatten uns so vorgestellt, eine dunkle Schokolade mit gerösteten Mandeln, genau. Schöne Kaffeenoten. Und schwer, richtig schwer. Ja. An von der Nase her, Wintermalt, nichts für den Sommer, für Leichtigkeit, wie wir mal hier den Tomatin aus dem Rumfass hatten und so weiter. Das war so ein leichter Sommerwhisky. Das ist was Schweres für den Winter. Kaminfeuer, vielleicht eine Zigarre dazu, Füße hoch, draußen minus 16 Grad. Und dann schmeckt der richtig Hammer, aber der schmeckt ja auch, glaube ich, so richtig Hammer, bei Raumtemperatur. Ich würde jetzt nicht auf den Winter warten wollen, aber der passt dann auf jeden Fall, so wie du beschrieben hast, in eine solche Jahreszeit. Ja. Und wie du sagst, also nicht so, der tänzelt nicht in der Nase, sondern der macht sich schon beim Nosing direkt breit, kommt richtig voll und volumenreich daher und bringt wirklich so viele Aromen mit, das ist unglaublich. Also zu der Farbe auch nochmal, der ist natürlich wie eigentlich alle, ich weiß gar nicht, gibt es gefärbte oder kühlgefilterte Glen-Elsa-Pfirsiche, ich glaube nicht. Das ist die Originalfarbe, der ist nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt und so wie er aussieht, schmeckt er auch. Ja, im Glas ein schönes Mahagoni, richtig toller Farbton. Ja, ich probiere jetzt mal. Da bin ich bei dir. Ich habe Durst. Ich weiß ja auch, wie geil er ist. Slanger. Slanger. Also ich hätte jetzt fast dieses verbotene Speichelfluss setzt ein. Aber so sage ich ja eigentlich nicht. Hammer. Ja. Hammer, der hat ein Volumen am Gaumen, als wenn ich jetzt auf ja, weiß nicht, 50 Gramm Schokolade mit Mandeln beiße und dazu Espresso mehr trinke oder so. Ne? Ja, und die Schokolade ist nicht hart, sondern sehr weich. Das Mundgefühl ist sehr angenehm, cremig, fast ölig macht er sich breit und füllt wirklich sofort den ganzen Mundraum mit seinen Aromen und die werden nochmal ausdrucksstärker als in der Nase. Diese Schokolade, der Kaffee kommt noch deutlicher zur Geltung. Auch die Früchte, diese kandierten Früchte. Oh, ist der lecker. Und kommt auch am Anfang so, trotz seiner in Anführungszeichen nur 48, noch was Prozent, schon ordentlich um die Ecke. Ja. Er beißt nicht auf der Zunge, ist weich und mild, aber man merkt schon, da steckt was dahinter. Genau. Also man könnte meinen, er könnte sicherlich auch über 50% haben. Der Alkohol ist sehr gut eingebunden. Und ich möchte ihn auch nicht mit Wasser probieren. Jeder, der mich persönlich kennt hier aus dem Whiskyhort, weiß, ich bin ein Wasserkostverächter. Ich trinke fast stark, dann, wenn es mir schmeckt, gerne fast stark. Da hat jeder seine Philosophie zu. Ich möchte den gar nicht mit Wasser probieren. Nee. Ich möchte den lieber so weiter trinken. Auf jeden Fall. Ja. Denn auch was sich da so im Abgang an Noten bildet, grandios. Kommt dann noch eine Würze dazu.
dieses Süßliche von der Schokolade, von den kandierten Früchten, das verschwindet. Es wird ja schwerer, würziger. Es kommt so ein bisschen, ja, Weihnachtsgewürze schon irgendwie so ein bisschen in die Ecke. Und eine angenehme, trockene Note, Eichenholz, nicht zu stark, aber so, dass man es gerade eben merkt und bleibt, ich sag mal, mittellang auf jeden Fall bestehen. Und jedes Mal wieder da ein Näschen von zu nehmen, das ist grandios. Fast so gut wie der Schluck, den man danach nimmt. Wie du gerade beschrieben hast, also man kann jetzt sicherlich nicht von einem extrem langen Abgang reden. Aber das ist immer Definitionssache. Wir haben uns vorher darüber unterhalten. Kurzer Abgang, mittellanger, mittelkurzer, sehr langer. Da gibt es so viele verschiedene Bezeichnungen. Da muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Whiskys, die sind quasi in einem Runterschlucken sofort weg. Es gibt welche, die hast du noch. Ich bin kein Fan von Rye. Ich habe mal auf einer Messe einen Rye-Whisky aus Österreich probiert. Den hatte ich noch eine Stunde in der Schnauze. Ich habe danach nach folgelanger Bulle das Mülli getrunken, dieser Geschmack ging nie weg. Der war für mich extrem lang, der Abgang, ja. Ne, aber auch extrem fies. Aber egal, es ist so, dass man da was von hat. Man hat was in der Nase, man hat was im Gaumen, man hat was im Abgang. 60 Flaschen limitiert, oder hattest du jetzt noch Notes, die du noch von dir geben wolltest? Oder sonstige Infos? Ich kann nicht mehr, ich möchte einfach genießen. Du kannst nicht mehr, ne? Du freust dich eigentlich auf den Drem, wenn wir jetzt gleich den Schalter da umlegen, ja. Den Drem, den wir nachher noch nehmen. Ja, natürlich. Ja, war mir klar. Also gut, wie gesagt, der wird zeitgleich mit diesem Video dann auch bestellbar sein. Aber ich sag mal so, ein paar Flaschen werde ich mir vorher noch sichern. Der Olaf hat sich seine persönlich auch schon beiseite gestellt, Nummer 50. Von 60. Ja. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Ansehen dieses Videos und vielleicht beim Probieren dieses Whiskys. Flaschenteilung werden wir irgendwie noch auf den Weg bringen. Da sollen auch möglichst viele Leute was von haben und nicht nur 60 Leute, sondern vielleicht 100 oder 150 Leute. An der Stelle, wenn der Olaf noch irgendwas sagen möchte, darf er es jetzt sagen oder er darf eben den Whisky reinschwelgen. Ich sage einfach mal danke, dass ich bei diesem Tasting dabei sein durfte, ja. Weil sehr, sehr geil. Um dich zu zitieren, scheiß die Wand an, ist der geil. Scheiß die Wand an, ist der geil. Genau, das ist mein Ding. Und nicht so lange um die Tastinglos rumtänzen. Richtig. In dem Sinne, schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video anseht. Genießt den Whisky, beteiligt euch an der Flaschenteilung, wenn ihr Bock habt. In dem Sinne, Slangevin. Olaf, vielen Dank. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.